Wir wissen aus der Erfahrung, dass es für viele Azubis gar nicht so einfach ist, diesen Wechsel hinzubekommen. Gestern noch Schüler und dann plötzlich mit beiden Beinen im Arbeitsleben. Und deswegen haben wir als Unternehmen uns eine ganze Reihe von Sachen ausgedacht, um diesen Übergang den Azubis möglichst einfach zu gestalten. Zum einen ist es so, dass die ersten Sachen schon greifen, bevor die überhaupt bei uns anfangen. Es gibt sogenannte Elternabende, das heißt, die neuen Azubis kommen mit ihren Eltern zu uns in die Bank. Man stellt das Unternehmen ein bisschen vor, man stellt die Ausbildung nochmal detailliert vor. Die Azubis lernen ihre Azubi-Betreuer kennen, lernen auch ein paar Führungskräfte kennen, sodass schon mal die ersten, sag ich mal, Sorgen abgebaut werden. Die erste Woche bei uns in der Berufsausbildung, die ist inzwischen schon deutschlandweit bekannt. Das ist die sogenannte First Steps Woche, findet im Allgäu statt, in Sonthofen. Auch ein wirkliches Highlight, muss man sagen. Eine Woche, in der wir einfach schon auf die Filiale vorbereitet werden. Wie gehe ich richtig ans Telefon? Wie gehe ich mit dem Kunden um? Wo ich die Vorstände ein bisschen kennenlerne, also auch das Unternehmen ein bisschen kennenlerne und von dem her sehr gut vorbereitet bin. Und durch diese Übungsfilialen, die wir da noch haben, nimmt einen wirklich die Angst, dass man sagt, ja, erster Tag in der Niederlassung, wie wird es sein, wenn ein Kunde auf mich zukommt, wie mache ich das? Und da wird man super darauf vorbereitet und dann ist der erste Tag in der Niederlassung im Alltag dann wirklich kein Problem mehr. Die Berufsausbildung ist bei uns dreigeteilt. Das heißt, es gibt natürlich den Theorieblock in der Berufsschule. Außerdem ist es so, dass wir eine interne Trainingskomponente haben. Das heißt, jeder Azubi hat im Laufe seiner Berufsausbildung eine ganze Reihe von Trainings, Fachtrainings und aber auch Persönlichkeitstrainings. Und das dritte ist das Wichtigste für uns, das ist die Praxiskomponente. In der Praxis durchlaufen wir einfach verschiedene Abteilungen, um die ganze Bank kennenzulernen. Das heißt, wir fangen im Schalter an, um einfach den Kundenkontakt zu üben und zu lernen, kommen dann zum Privatkundenbereich, in Firmenkundenbereich, in Kreditabteilung, alles Mögliche, Unterschiedliche, um wirklich komplett umfassend das ganze Unternehmen kennenzulernen. Also was halt bei der HVB schon immer so war, war so, dass wir immer schon recht selbstständig arbeiten durften. Das war auch in meinem Praktikum so. Ich habe da am Schalter angefangen zu arbeiten und bin dann mit in die Gespräche reingegangen. Am Schalter war es dann so, dass ich schon eine große Unterstützung war und sie mich dann auch selbstständig was machen lassen haben. Und das war eigentlich echt super. Und das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, da zu arbeiten, weil ich ein Mensch bin, der sehr gern selbstständig arbeitet und auch will, dass mir meine Führungskräfte Vertrauen schenken. Ja, es würde sich für mich lohnen, einzusteigen, weil ich einfach von Anfang an super aufgehoben war. Ich bin jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen, wenn ich in der Arbeitsphase war. Hatte in jedem Fall ein super Team, bin immer super integriert gewesen, hatte in jedem Fall viel Spaß dabei, mache das gerne mit den Kunden, einfach Gespräche zu halten. Habe sehr viel Eigenverantwortung, also es ist auch so, dass wir Auszubildenden sehr viel Veranstaltungen organisieren und mitwirken und da dabei sein dürfen. Und es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, jeden Tag gerne hierher zu kommen und meine Arbeit zu machen. Einfach diese ganze Zusammenarbeit funktioniert so super. Alle sind ehrlich zueinander und das finde ich das Wichtigste. Ja, ich bin bei der HVB und mir gefällt es da.